Von einem Politiker aus der Provinz, liebe Schwestern und Brüder, war gestern zu hören, nördliche Provinz, also nicht bei uns, war gestern zu hören, dass die katholische Kirche in unserem Land gegen die Verfassung verstößt, weil sie nicht Männer und Frauen gleich behandelt. Mit dem Argument, ich habe noch nie eine katholische Priesterin gesehen. Das wird in Zukunft uns öfter beschäftigen, diese Frage. Und wahrscheinlich wird es auch Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof geben deswegen. Die Zeiten ändern sich. Wo liegt das Missverständnis? Das Missverständnis liegt dort, wie wir es im heutigen Festtag hören. Ein bisschen Bildung würde vielleicht helfen. Schon Bernhard von Clairvaux spricht von der Einzigartigkeit Mariens, eine Erwählung, die sie mit niemand anderem teilt, eine Berufung, die nur sie hat. All diese großartigen Aussagen und Bilder, die gerade an diesem Tag, auch heute Morgen in den Laudes schon, zur Sprache kommen und wir in Sprache bringen, zeugen davon, von dieser Einzigartigkeit. Aber diese Einzigartigkeit der Gnade hat doch zugleich die Aufgabe, allen zuteil zu werden. Die Einzigartigkeit der Erwählung Mariens und ihrer Berufung ist ja nicht auf sie beschränkt. In gewisser Weise ja, aber sie soll allen zugutekommen. Bernhard zitiert in diesem Zusammenhang dieses Wort aus dem Johannesevangelium. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Die Gnade, die Maria in einzigartiger Weise gewährt wird, führt dazu, dass alle zu dieser Gnade berufen sind. Und so gilt es, und es ist ja immer so, wenn wir über Maria nachdenken, dass wir zugleich immer über die Kirche sprechen. Es gibt nicht eine Erwählung, nicht eine Berufung in der Kirche, die nicht allen zugute käme. Ansonsten verfehlt sie ihr Ziel, ihre Seele, ihre innere Aufgabe. Jedes Amt, das es in der Kirche gibt, auch die allgemeine Berufung in der Taufe, soll anderen zugutekommen. Wir als Getaufte sollen wie Sauerteig in der Welt wirken, damit sie sich bekehrt, damit sie erneut den Weg zu Gott findet. Als Priester, als Eheleute, wie auch immer, gerade wenn wir die Sakramente feiern und ein Sakrament leben, soll daraus Gnade für alle werden. Nicht nur die Gnade für den oder diejenigen, denen sie zugesprochen wird im Sakrament, sondern es soll fruchtbar werden. Gerade diese wunderbare Erwählung Mariens in ihrer Fruchtbarkeit können wir immer neu beobachten. Manchmal haben wir sie vielleicht theologisch zu wenig bedacht und doch hat die Volksfrömmigkeit sie bewahrt. Warum nehmen gerade einfache Leute immer wieder ihre Zuflucht zu ihr? Weil sie wissen, von ihr kommt mir Gnade zu. Sie ist, wie wir das oft singen, die Mittlerin der Gnaden. Sie will nichts für sich, sondern sie gibt alles, was sie von Gott empfangen hat, an einzigartiger Erwählung frei, damit diese Welt gesundet, damit sie heilig wird, wie Gott selber heilig ist, wie die Frucht, die sie trägt.